Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Pathologic. Meine Schutzherren haben mich verleugnet. Sie vertreiben mich aus ihrem Haus. Das werden sie bezahlen. Okay, das klingt seltsam. Egal, sie haben mich gesucht? Nein, wozu? Clara, sie werden des Mordes an mehreren hundert Menschen beschuldigt, die Opfer werden. Nein, bleiben Sie, wo Sie sind. Jetzt stelle ich die Fragen und Sie antworten. Gut, fragen Sie. Ich weiß schon, Ihnen wurde gesagt, dass ich der Grund für das Sterben in der Kathedrale bin, stimmt's? Aber das ist eine Lüge, glauben Sie mir. Ja, Stimme ist wundervoll. Sie fährt in die Knochen, aber das ist ein Trick für die Einfältigen. Der Zauber wirkt bei mir nicht. Ich glaube nicht, dass mich... Das nicht erwiesenermaßen die Wahrheit ist. Geben Sie mir Ihre Hand. Aber wer? Aber Sie waren es, der in jener Nacht in der Kathedrale gesehen wurde, oder? Sicher. So war es, aber ich versuche Ihnen zu helfen, blablabla. Ja, es ist schwerer. Placebo und... Als ich ging, erschien... Das kennen wir. Aha. Geben Sie mir Ihre Hand. Wie auch immer, ich habe bereits genug geschaut. Gehen Sie in Frieden. Hier, es wird ein bisschen weh tun. Clara, sehen Sie mich an. Wissen Sie, was man Ihnen vorwirft? Zucken Sie mich. Gut. Wir haben das alles. Wir können es ja auch hier sofort überprüfen. Ihr Blut. Aber es gibt keinen Unterschied zwischen denen. Gut. Jetzt schauen wir uns kurz mal genau. Ein Schuss hier und wie viele Schüsse haben wir hier drin? Ich weiß es nicht. Wie schlau Sie waren. Sie können. Ich sage, Bruder. Sie sind keine Hexe, genügt Ihnen mein Wort nicht, blablabla. Hier. Wo sonst ist das hier? Mhm. Okay, was ist der Preis für diesen Sieg? Der wahre Feind wird... Genau. Wir nehmen das hier. Seltsames Blut, okay. Und jetzt schlafen wir halt nur eine Stunde. Wir speichern aber vorher noch. So. Mal, das ist nur meine Immunität, die nach oben gestiegen ist. Ich wusste es. Ja, ja. Laden. Wie sieht es eigentlich mit meiner Gesundheit aus? Und sind wir vielleicht schon zu spät für Gesundheit? Okay. Nicht Rationen, sondern hier einmal so und einmal so. Gut, meine Immunität, also mein Immunsystem sollte jetzt höher sein. Haben wir uns bewegt?
Sehr gut. Gut, ich will nicht wir sprechen. Okay. Wir müssen jetzt zum Bienenstock. So gut wie möglich. Ich hatte gehofft, wir würden noch Kinder antreffen, aber es ist zu spät. Infiziert worden. Diesen Spaß mit der Infektion mache ich nicht nochmal. Aber okay. Ich glaube, ich habe nur 3 Schuss. Die will ich ungern verschwenden an einen. An so einen. Bin mir sogar am Überlegen, ob ich einfach nur Zitronen essen soll. Warum hat der mich angegriffen? Ich bin doch nicht erkrankt. Das ist ja das Problem. Ich bin ja nicht erkrankt. Und die haben normalerweise nur die Erkrankten angegriffen. Deshalb haben wir das hier ausgewählt und jetzt. So. Gut, ich habe den Hunger ein bisschen bekämpft. Bei ihr. Das ist auch erledigt. Warum greift er mich an? Ich bin eigentlich nicht erkrankt. Nicht infiziert. Also warum das Ganze? Hm? Okay, das war seltsam. Okay, das war scheiße. Ich habe mich verklickt und dann war alles am Arsch. Load Game. Aber warum greift der an? Nein.
Scheiße. Es war also vielleicht keine gute Idee, da zu speichern. Und jetzt komm schon. Kaum habe ich den einen getötet, kommt der andere um die Ecke geschossen. Also können wir das bitte mal schnell hinter uns bringen. So, und ab. Oh, weiter getötet. Gut. Okay. Ah, da vorne ist noch mal so ein Brennfuzzi. Zum Glück wurde er aufgehalten. Ich will eigentlich nur... Davon ist wieder einer. Eigentlich will ich nur los und Kinder befragen wegen Munition. Scheiße. Haben wir gespeichert? Sag mir. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nach dem Töten der zwei hier haben wir gespeichert. Gut. Wenigstens etwas. So kommen wir halbwegs vorwärts. Wenn ich den jetzt untersuche, nichts. Gut. Sollte eigentlich noch immun sein, oder? Ist es hier immun? Sollte nicht infiziert sein. Das auf einmal nicht mehr und warum greifen die auf einmal an? Das ist so schräg. Und warum muss ich unbedingt da entlang laufen? Ich gehe einfach mal da entlang. Verdammt. Ich glaube, von der Zeit her sind die Kinder auch schon weg, oder? Aber zum Glück habe ich noch die Waffe mit 3 Schuss, glaube ich. Gut, ich wollte da gerade sagen, oh, da ist ja noch einer. Aber das ist ja kein Kind mehr. Aber der junge Mann hier schon.
Sehr gut. Junge, bitte habe etwas dabei. Das ist meine letzte Hoffnung. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hoffen wir mal, dass die Kleine hier auch Munition dabei hat. Nein. Sie wäre toll, aber wir haben nichts umzutauschen. Deshalb müssen wir auf den kleinen Jungen schauen. Du? Warum hat der aussieht wie ein Gangster, so ziemlich keine Munition dabei? Und der unschuldige Junge, oder der unschuldig aussehende Junge, hat die ganze Zeit welches was dabei. Diese Welt ist manchmal schon schräg. Hallo, kleines Mädel. Vielleicht hast du etwas dabei? Okay, die hauen ab, aber nicht vor mir. So, kleiner Junge. Lass uns tauschen. Perfekt. Ich bin dir zutiefst dankbar. Das war zu früh. Wir müssen hier entlang. Aha. Gut. Bevor wir weitergehen, noch schnell bei denen hier vorbei. Die haben vielleicht Nadel und Faden dabei. Nein. Schade, aber okay. Gut, hier sollten keine Kinder mehr sein. Wir speichern, weil wir wieder in verseuchtes Gebiet kommen. Und da ist schon wieder so ein Feuerteufel. Dabei will ich doch nur einfach den Buckligen töten. Ist das so viel verlangt? So, nachladen. Keine Munition mehr. Ja. Wir gehen einfach hier entlang. Und gehen kurz da rein. Wir müssen jede Möglichkeit in Betracht ziehen, das zu kriegen. Verkaufen. Ah, verdammt. Ja, das hier kostet mir viel Platz. Wir werden ja ein paar davon kriegen. Also scheiß drauf, und was können wir noch loswerden? Die Spritze will ich nicht. Kerosin habe ich bis jetzt noch nie verwendet. Also könnte das auch weg, dafür nehmen wir so eins mit.
Ja, Schutzmantel. Können wir ein anderes Mal tragen. Gut, wir speichern für unseren Einkauf. Und sehen wir mal, was wir da jetzt erbeuten. Ich würde gerne den Typen da vorne töten, aber die Ratte war mir am Arsch. So, wir speichern hier und gehen sofort darüber. Denn in dieser Folge will ich wenigstens diese Feuerteufel töten. So, hier speichern. Scheiße. Wir schießen einfach daneben. Ah. Ja, ich muss meine Waffe vielleicht mal reparieren. Okay, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.